Herzlich willkommen zur 15. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren, heute mit der verketteten Liste zur Motivation. Im Gegensatz zum Array, zum Feld, kann eine verkettete Liste aus beliebig vielen Datenelementen bestehen. Sie hat keine feste Größenangabe, sie ist ohne jegliche Begrenzung, außer natürlich der Größe des Arbeitsspeichers, und sie ist einfach beliebig sortierbar. Bisher war unser Arbeitsspeicher immer begrenzt. Auch ein dynamisches Array hat seine Grenzen. Wie hier auf dem Bild dargestellt, können davor und danach reservierte Speicherbereiche liegen. Das heißt, eine Vergrößerung erfordert eventuell eine Verschiebung. Die Idee der verketteten Liste ist eine selbstorganisierende Datenstruktur. Das heißt, ein Element verweist wieder mit Hilfe eines Zeigers auf die gleiche Struktur. Hier mal als ein Beispiel dargestellt, ein TypeDef Struct List. Wir speichern natürlich irgendwelche Werte, die sind jetzt hier auskommentiert, mit einem Zeiger Struct Pointer List auf ein Nachfolgeelement, hier Next genannt. Wenn wir also am Listenkopf starten, dann können wir die Liste erweitern, dadurch, dass wir ein Element an Next anfügen. Hier mal dargestellt, können wir im Prinzip den gesamten Arbeitsspeicher mit Listenelementen ausfüllen. Die Elemente müssen nicht, wie beim Array, aufeinanderfolgend im Speicher abgelegt sein. Sie können an beliebigen Stellen im Arbeitsspeicher stehen. Das macht es natürlich dann auch sehr einfach, so eine Liste später zu sortieren. Ja, ich habe nochmal die gleiche Datenstruktur verwendet, wie wir sie im Array in der letzten Stunde betrachtet haben. Also eine Datenstruktur mit jetzt hier statischen Strings für eine Kundeninformation, Name und Adresse. Und hier dargestellt eben jetzt im Sinne einer einfach verketteten Liste mit einem Nachfolgerelement. Die Idee ist ganz einfach. Wir brauchen einen Listenkopf. Der Zeiger zeigt entweder auf einen Nachfolger oder mit Null auf das Ende der Liste. In der Syntax müssen wir darauf achten, dass wir die Struktur benennen. Das heißt, hier der Name Typ Kunde ist Name der Struktur und unser Nachfolger ist eben vom Typ ein Zeiger auf Struct Typ Kunde. Wir können in C auf den Strukturnamen verweisen, also hier auf Typ Kunde. Was wir in C nicht können, was Sie aus Java aber kennen, wir können nicht auf den TypeDef-Namen verweisen. Das heißt, unser TypeDef-Name tListKunde, der einen neuen Datentyp definiert, wir können diesen Namen nicht innerhalb des Structs verwenden, da der Name noch nicht bekannt ist. Das heißt, der Compiler würde einen Syntaxfehler melden, wenn Sie tListKunde Stern als Zeiger innerhalb des Structs verwenden. Wir beziehen uns folglich auf den Strukturnamen und nicht auf den TypeDef-Namen. Ein Listenelement ist jetzt etwas Besonderes. Ein Listenelement kann auf einen Nachfolger zeigen. Es kann auch mit Null auf keinen Nachfolger zeigen. Es kann eine ganze Liste adressieren. Das heißt, es kann der Start der Liste sein. Es kann ein einzelnes Element sein. Es kann das Ende einer Liste sein. Bei einer einfach verketteten Liste stellt quasi jedes Listenelement eine eigene Liste dar. Wir starten in der Regel von einem Kopfelement, hier jetzt Basis genannt, die Basis der Liste. Aber, um nochmal auf das von gerade eben zurückzukommen, jedes Element kann auf eine eigene Liste verweisen. Man spricht deswegen auch von einer rekursiven Datenstruktur. Wir verwenden jetzt in der Vorlesung vereinfacht das Beispiel auf den Folien, dass wir eine globale Variable als Liste anlegen. Wir können natürlich die Listenfunktionen entsprechend umschreiben. Das machen wir gleich im Beispiel in der Virtuell C, dass wir die Variablen lokal anlegen. Aber für die Folien ist das Beispiel mit globalen Variablen einfacher. Das heißt, ausgehend von unserem Basiselement, von dem Kopf der Liste, können wir ein neues Element eintragen. Die Liste ist zunächst leer, das Basiselement ist null. Fügen wir ein Element ein, so wird dieses direkt auf der Basis abgebildet. Also Basis ist gleich neues Element. Hier im Beispiel der Hubert. Wenn wir ein weiteres Element einfügen, dann können wir das einfach als Nachfolger von Hubert einfügen. Und noch ein drittes, nach dem Meier kommt der Werner. Also dieses Beispiel ist jetzt alphabetisch sortiert
Und wir können natürlich dazwischen noch den Herrn Mustermann einfügen, indem wir den Nachfolger vom Meier nicht mehr auf den Werner, sondern auf den Max Mustermann zeigen lassen. Und der Max Mustermann zeigt auf den ehemaligen Nachfolger, auf den Werner. Genauso können wir wieder ein Element löschen, könnten das also einfach herausnehmen, indem wir den Nachfolger auf den Nachfolger des gelöschten Elements verweisen lassen. Dann sollten wir allerdings den Speicher dieses Elements natürlich freigeben. Hier mal eine einfache Funktion, wie wir ein Element hinzufügen können. Basis ist unser Kopf der Liste, ist global außerhalb der Funktion angelegt. Das heißt, wir prüfen als erstes, wenn wir ein neues Element hinzufügen wollen, ist die Basis null, dann ist sie noch leer. Wenn sie null ist, dann fügen wir einfach das neue Element als Basis ein. Falls die Basis nicht leer ist, dann existiert ja mindestens die Basis. Dann nehmen wir eine Laufvariable, idx hier für Index. Idx lassen wir auf die Basis zeigen und solange idx einen Nachfolger hat, laufen wir die Liste durch. Also while idx Nachfolger, idx gleich idx Nachfolger. Dadurch, dass wir auf den Nachfolger schauen, bleibt natürlich die Information erhalten, wo wir uns gerade befinden. Wenn es keinen Nachfolger mehr gibt, tragen wir dort das neue Element ein. Also idx Nachfolger ist null, dann setzen wir es jetzt auf das neue Element. Im Prinzip ist der Algorithmus zweigeteilt. Wir prüfen den Listenkopf und dann suchen wir das Ende der Liste und tragen als Nachfolger das neue Element dort ein. Alternativ können wir auch ganz einfach am Listenkopf einfügen. Diese Zweizeiler-Funktion tauscht letztendlich den Kopf mit dem neuen Element. Das heißt, das neue Element kriegt als Nachfolger die alte Basis. Die Basis wird das neue Element. Bei dieser Funktion ist zu beachten, dass natürlich die Reihenfolge vertauscht wird. Wir drehen die Liste um und wir können nur einzelne Elemente hinzufügen. Also die gerade eben gezeigte Funktion addElement, die kann zu einer Liste eine zweite Liste hinzufügen, weil sie fügt am Ende einfach ein Element hinzu und das Element kann eine vollständige Liste sein. Bei dieser Funktion würden wir eine Liste, die wir übergeben, zerstören, dadurch, dass wir das Nachfolgerelement mit der Basis überschreiben. Aber tatsächlich ist das eine Vorgehensweise, die man sehr oft verwendet, wenn man einen Stack oder eine Queue implementiert. Dann ist die Reihenfolge letztendlich egal, wie ich in der Liste die Elemente ablege. Beim Stack muss ich natürlich das letzte Element wieder rausnehmen und bei einer Queue das zuerst eingefügte, also älteste Element. Denn wie können wir jetzt eine Liste verarbeiten? Im Prinzip haben wir den Algorithmus schon beim Einfügen kennengelernt. Der Standard ist immer, ich übergebe einen Zeiger auf das erste Element und in der Funktion, in der ich die Liste bearbeiten möchte, laufe ich über alle Elemente hinüber. Also hier in dem Beispiel eine Liste ausgeben, solange idx, laufe ich durch die Liste, indem ich idx bearbeite, also hier ausgebe, danach den Nachfolger bestimme und das Ganze wiederholt sich. Wenn wir eine Liste verändern wollen, dann müssen wir uns natürlich bei der einfach verketteten Liste uns immer noch den Vorgänger merken. Das heißt, hier teilt sich der Algorithmus auch meistens in zwei Stufen. Erst Behandlung des Kopfelements. Wenn ich davor etwas einfügen muss, muss ich den Kopf anpassen und danach habe ich den Vorgänger, nämlich der erste Vorgänger ist der Kopf. Danach kann ich den Rest der Liste bearbeiten. Das Ganze geht natürlich sowohl iterativ als auch rekursiv. Rekursiv manchmal sogar einfacher, weil ich dann nur eine Art Algorithmus implementieren muss, also immer nur den Kopf der Liste verändern muss. Also Liste durchlaufen ist im Prinzip das Iterieren über alle Elemente. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal kurz in der IDE im Beispiel an. Wir schauen uns jetzt mehrere Funktionen zum Bearbeiten von Listen an. Ich lege mir eine einfach verkettete Liste an mit gleich dem Nachfolgeelement. Und ich verwende mal wieder die unvollständige Datenstruktur. Deswegen erst das Next. Dann das Datum, weil ich das natürlich am Ende speichern muss. Und ich nenne das tList. Wir legen uns gleich eine Funktion an, die heißt create.
erzeugt ein Listenelement und bekommt als Parameter einen Namen übergeben. Wir allokieren jetzt hier ein Listelement. Ich nenne es jetzt mal Head. Mit Hilfe von malloc. Malloc size of plist. Und wir brauchen natürlich noch die Länge des Strings, unser Name. Dann haben wir den Speicher angelegt, den wir für ein Listenelement brauchen, dynamisch entsprechend der Größe des Namens. Es kann natürlich Head null sein, das heißt, wir prüfen ab. Wenn Head nicht null ist, dann kopieren wir mit String Copy in Head. Achtung, der Pfeil, es ist eine dynamisch erzeugte Struktur. Head, Pfeil, Name, kopieren wir den Namen rein und wir setzen noch den Nachfolger Head Next auf Null. Und die Funktion Create gibt den Head zurück. Also Vorsicht, ich habe das jetzt Head genannt. Natürlich erzeuge ich ein einzelnes Element. Das ist für sich eine Liste. Der heißt jetzt hier Head. Das bedeutet aber nicht, dass wir jedes Mal einen neuen Listenkopf erzeugen, sondern wir erzeugen jedes Mal ein Listenelement. So, wir haben malloc verwendet und wir haben String Copy verwendet. Das heißt, wir brauchen noch glut standard lib.h include string.h. Jetzt probieren wir das gleich mal kurz aus. Ich lege mir einen Kopf in main an und das ist quasi create und ich fange mal bei a an, das ist quasi bei die Anna. So, wir können das mal ausprobieren. Hier einen Breakpoint setzen. Head ist nicht initialisiert, zeigt also im Moment auf irgendeinen Blödsinn. Wenn wir drüber springen, das create ausführen, dann zeigt unser Kopf jetzt auf ein Element, wo Anna drin steht und der Nachfolger ist null. Wir können gleich noch einen Nachfolger eintragen, indem wir sagen head next ist create Bertha. Wir machen noch einen, wir machen head next next ist create Charlie. So, ich steppe einfach mal durch. Erst die Anna. Jetzt kommt unser Nachfolgeelement, die Bertha. Da können wir mal kurz reinschauen. Das sehen wir nämlich hier auch gerade noch so. Der Head wird angelegt. Die Anna wird angelegt und verweist auf Bertha. Und wir können jetzt noch unseren Charlie anlegen. Dann sehen wir, ist quasi hier nochmal der Nachfolger von Bertha eingetragen. Folgt hier der Charlie. Wir müssen das gar nicht so kompliziert im Speicher anschauen. Wir können das einfach mal mit printf ausgeben. Das heißt, ich schreibe mir eine Funktion, print, kriegt als Kopf den Listenkopf. Ich mache das nochmal kleiner. Und print soll natürlich nichts verändern, also nennen wir es constant tlist head. Achtung, constant bedeutet, ich verändere nicht den Inhalt des Zeigers, ich darf natürlich den Zeiger verändern. Das heißt, solange der Head existiert, machen wir Folgendes. Wir geben printf den Namen aus. Ich mache mal ein Komma dahinter. Das ist unser Head Name. Und setzen Head auf Head Next. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir springen mal gleich hier. Wir haben unsere Liste mit den drei Elementen. Die geben wir aus. Print unseren Head. Also wir legen an. Wir springen jetzt mal in die Funktion Print hinein. Print zeigt jetzt erstmal auf den gleichen Head wie unser Main, auf die Anna. Springen drüber, geben Anna aus. Suchen den Nachfolger, das ist die Bertha. Wir zeigen auf die Bertha, bringen drüber, geben aus und holen uns den Charlie.
springen drüber und geben das Ganze aus. Wir haben jetzt die Liste von Hand erzeugt, also über Head, Next und so weiter. Wir können natürlich auch eine Funktion Add erzeugen, einfügen in die Liste. Ich übergebe den Head und ich übergebe jetzt einfach mal einen Character Pointer als Name. Das heißt, unsere Funktion Add schaut wie folgt aus. Ich muss in der Funktion Add gegebenenfalls den Kopf anpassen. Deswegen gibt meine Funktion eine Liste zurück. Sie heißt Add, bekommt als ersten Parameter den Head. Und als zweiten Parameter den Namen, das Element, was ich einfügen möchte. Also falls eben noch nicht der Head gesetzt ist, dann darf ich den Head nicht verändern. Das heißt, ich gebe einfach den neuen Head zurück. Das ist eben ein Create-Name. Ich erzeuge ein Head-Element und gebe das zurück. So, wir merken uns eine Laufvariable, nennen sie auch wieder IDX, ist unser Head. Und solange IDX jetzt einen Nachfolger hat, while IDX next, zählen wir IDX einfach hoch. Am Ende der Schleife zeigt jetzt unser IDX auf das letzte Element. Da können wir unseren Nachfolger eintragen, IDX next. Und das erzeugen wir eben mit create. Und geben unseren Head zurück. So, wir fügen unseren Detlef hinzu und dann geben wir das Ganze nochmal mit Print Head aus. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt kriegen wir die Liste zweimal. Wir springen einmal in die Add-Funktion nochmal rein, schauen uns das nochmal an. Das heißt, wir haben einen Head, wir können drüber springen. Wir nehmen uns unsere Laufvariable, IDX zeigt auf die Anna, genau wie der Head. Springen wir mit IDX durch die Liste, sind bei unserem Charlie. Charlie ist unser letztes Element. Das heißt, da tragen wir jetzt als Nachfolger unser neues Element ein und geben das zurück. Und danach wird die Liste ausgegeben. Ich möchte eine Sache noch machen, bevor wir die Liste wieder löschen. Ich möchte die Liste einmal duplizieren. Ich nenne sie einfach dup die Liste und die Funktion, die dupliziert, nenne ich auch dup. Wir starten beim Head. Ich mache jetzt mal ein bisschen Platz. Das heißt, unsere Funktion zum Duplizieren gibt ein tlist-Pointer zurück, heißt dup, kommt einen constant tlist-Head als Eingang. Ich möchte ja die Liste nicht verändern, sondern nur duplizieren. Als erstes fangen wir den Fehler ab, falls eben nicht Head ist. Eine duplizierte leere Liste ist leer. Return Null. Wenn Head nicht leer ist, erzeugen wir uns ein neues Element. Ich nenne es New Head. Ist Create. Und zwar nehmen den Namen aus Head. Nehmen wir uns gleich noch einen Tail zur Verfügung. Tail ist unser New Head. Und wir können jetzt wieder unsere alte Liste durchlaufen. Das heißt, ich gehe jetzt mal gleich auf das zweite Element. Head ist Head Next. Das erste Element haben wir ja schon in New Head kopiert. Solange der Kopf existiert, while Head, legen wir jetzt auf Tail Nachfolger Next. Das entspricht hier beim ersten Durchgang unserem New Head. Legen wir unser Create Head Name, das zweite Element und so weiter dann ab. Wir schieben unseren Tail weiter, Tail gleich Tail Next. Wir schieben den alten Kopf weiter, Head gleich Head Next. Und wenn Head Null ist, dann müssen wir nichts anfügen, weil Create ja automatisch als Nachfolger immer
null anfügt. Das heißt, wir geben noch zurück unseren neuen Kopf, return new head, und wir haben die Liste dupliziert. So, das können wir uns jetzt einmal auch mal auf die Schnelle nur ausgeben. Print dub. Sollten wir jetzt eben noch ein zweites Mal die Liste bekommen, wenn wir das Programm starten, noch was falsch, new head, wenn wir das Ganze starten, dann kriegen wir die erste Liste mit Detlef und unsere zweite Liste. Was ist jetzt das Besondere an der zweiten Liste, wenn wir hier nochmal einen Breakpoint hinmachen, dann sehen die auf den ersten Blick gleich aus. Man sieht hier gleich, es sind unterschiedliche Adressen, das heißt, die beiden Listen sind unabhängig im Speicher. Ich könnte jetzt beide unabhängig voneinander bearbeiten. Wir schauen uns einmal die Funktion dub nochmal im Detail an, das heißt, ich springe einmal hier an die Stelle. Was ich Ihnen auch noch kurz zeigen möchte, zum Debuggen von Listen gibt es ein Plugin, Linked List Visualization. Ich mache das jetzt mal hier ein bisschen größer. Und das heißt jetzt Head und Next, das ist okay. Wir springen mal in die Funktion dub hinein. Ich sage mal, er soll mal die Liste anzeigen. Dann sieht man jetzt hier, es geht los, Anna, Bertha, Charlie und Detlef. Was mich jetzt interessiert ist, wir können einfach noch eine zweite anzeigen. Die nenne ich jetzt New Head. Und Next, das ist unsere zweite Liste. Wenn wir uns die anzeigen, dann zeigt er die jetzt drunter an. Die ist jetzt natürlich noch im Moment ungültig. Wir springen mal über den Kopf, weil der natürlich gesetzt ist, drüber, erzeugen jetzt das New Head Element. Jetzt mache ich doch mal hier das Memory Fenster ganz zu. Unser New Head zeigt jetzt auf die Anna. Wir haben die Anna kopiert. Was wir noch anschauen können, das ist der Tail. Haben wir jetzt hier noch unseren Tail, die Anna, dargestellt. Wir laufen jetzt durch die erste Liste. Wir haben die Anna schon kopiert, das heißt, wir kommen jetzt zur Bertha. Head ist gesetzt. Unser Nachfolger am Tail bekommt die Anna hinzu. Das heißt, wir werden jetzt hier den Nachfolger bekommen. Und natürlich, dadurch, dass Tail gleich dem Head ist, wird das auch in New Head eingetragen. Jetzt schieben wir den Tail weiter, das heißt, wir springen hier auf die Bertha. Wir schieben den Head weiter, springen oben auf Charlie. Wir nehmen das nächste Element, unseren Charlie, hängen die Kopie an Tail an, also unten an die Bertha, hängen wir das dran. Das landet natürlich genauso in der New Head Liste. Schieben den Tail weiter, schieben den Head weiter, sind beim Detlef und letzter Durchgang. Wir hängen den Detlef hinten dran an den Tail, schieben den Tail weiter, schieben den Head weiter, die Liste wird ungültig. Wir springen raus und geben unsere New Head Liste zurück. Und jetzt sind die lokalen Variablen natürlich alle ungültig geworden. Es gibt natürlich jetzt nur noch den Head. Okay, schauen wir uns noch das Löschen an. Ich mache mal das Plugin-Fenster jetzt zu. Die Liste löschen ist ganz einfach eine Prozedur. Ich nenne sie jetzt kurz einfach Delete. Bekommt eine Liste, diesmal nicht konstant, sondern als Ausgabeparameter wird ja verändert. Die Liste soll jetzt durchlaufen werden und einfach gelöscht werden. Das heißt, wir haben das ja schon kennengelernt. Wir sagen, solange der Head existiert. Und jetzt machen wir erstmal ein Free Head. Und danach sagen wir Head gleich Head Next. Und damit sollte naiv gedacht jetzt die Liste gelöscht sein. Wir schauen uns das einmal kurz an. Das heißt, ich mache jetzt als erstes hier im Main, dass ich die Head-Liste lösche. Setzen wir mal hier ein. Wir gehen gleich in die Liste. Ich setze oben einen Breakpoint. Wir springen da rein. Und ich schalte das Fenster an.
Wir sind in Delete. Solange der Kopf existiert, was der Fall ist, dann löschen wir den Kopf und jetzt holen wir uns den Nachfolger. So, und jetzt sehen Sie natürlich, was mein Fehler beim Schreiben dieser Funktion war. Ich darf auf Speicher nicht zugreifen, den ich mit Free gelöscht habe. Ich habe das getan. Das hat jetzt fatale Folgen, weil Head ist natürlich weiterhin gültig. Ich will jetzt den Head mit Free freigeben. Ich werde das jetzt gar nicht ausprobieren, weil es wird einfach gnadenlos abstürzen. Das heißt, um ein Element zu löschen, müssen wir uns es merken. Wir legen ein temporäres Temp an, Temp ist Head. Wir können danach den Head weiterschieben. Wir haben uns den Head ja gemerkt und können dann das Temp-Element löschen. Wenn wir jetzt nochmal die Funktion anschauen, dann sieht alles hoffentlich gut aus. Also Head wird in Temp gespeichert, Head wird weitergeschoben und Temp wird gelöscht. Das interessiert den Head nicht, weil der Head ja schon geschützt ist. Wir holen den nächsten, wird weitergeschoben, gelöscht, weitergeschoben, gelöscht und wir sind durch. So, jetzt sehen wir allerdings, dass in Main natürlich Head noch belegt ist. Müssen wir also unbedingt nach Delete die Liste noch auf Null setzen. Ja, und jetzt haben wir noch eine zweite Liste. Wir haben sie ja kopiert, deswegen sollten wir auch Dub löschen und Dub auf Null setzen. Das heißt, wenn wir jetzt das Programm bis zum Ende durchlaufen, den Breakpoint rausnehme, dann haben wir die beiden Listen gelöscht. Wir sehen jetzt auf den Heap, sind sie entfernt. Wir können auch noch einmal das Gegenbeispiel uns anschauen. Wir haben Dub erzeugt, Dub ausgegeben. Wenn wir das Programm starten, sehen wir unsere Listenelemente Anna, Bertha, Charlie, Detlef und ein zweites Mal. Wenn ich die Liste Head lösche, das heißt wieder drüber springen, dann sind die ersten vier gelöscht und die zweiten vier und unser Heap ist wieder aufgeräumt. Soweit mal zum Beispiel einfach verkettete Liste. Ja, schauen wir noch auf die Implementierungsvarianten. Also wir haben jetzt gerade das Beispiel in den Folien gehabt mit einer globalen Variable als Kopf, in der Virtual-C-IDE mit einer lokalen Variable als Kopf. Sie finden sehr häufig natürlich eine Trennung der Organisation der Liste und deren Daten. Also hier mal dargestellt, wir haben ein List-Element, was eine Nachfolge aufweist und ansonsten einen Pointer auf die Daten. Das finden Sie sehr häufig. Sehr häufig finden Sie hier an zweiter Stelle auch einen Void-Pointer. Dann kann ich beliebige Daten in einem Listenelement ablegen. Diese Vorgehensweise hat natürlich den Vorteil, dass ich beim Gestalten der Daten nicht darauf achten muss, dass ich die Daten auch in einer verketteten Liste ablege. Das heißt, ich trenne hier die Verwaltung über Listenfunktionen und das eigentliche Speichern der Informationen. Man findet in C auch sehr häufig generische Listen, das heißt, man hat generische Funktionen zum Organisieren einer Liste, wie zum Beispiel hinzufügen, löschen, anfügen, einfügen, vielleicht sogar sortieren, also generische Algorithmen auf dieser Liste können dann relativ leicht implementiert werden. Und damit wir die Liste dann nutzen können, brauchen wir neben unserer Type-Definition der Liste auch einfache Zugriffsfunktionen, also sogenannte Setter- und Getter-Funktionen oder vielleicht eine Compare-Funktion fürs Sortieren, die den Zugriff auf die Liste steuert. Die Vorgehensweise hat den Vorteil, dass ich eine aufwendige Implementierung von Listenfunktionen immer wieder mit anderen Listen verwenden kann. Der Nachteil ist allerdings, dass die Lesbarkeit ein bisschen schwieriger wird, weil natürlich der Zugriff nicht mehr direkt auf die Liste, sondern über die Zugriffsfunktion erfolgt. Ja, und was Sie aus Grundlagen der Programmierung mitgenommen haben, das ist die Head-Tail-Variante. Die Head-Tail-Variante hat natürlich den Vorteil, dass man schneller einfügen kann, weil man mit dem Tail der Liste direkt die Liste erweitern kann und sie nicht durchlaufen muss. Also diese Variante hat natürlich den kleinen Nachteil, dass sie redundant ist, dass zwei Zeiger auf die gleiche Liste verweisen. Und es kann natürlich passieren, dass beim Verarbeiten der Liste diese beiden Zeiger auseinanderlaufen.
also gar nicht mehr die gleiche Liste behandeln. Man sollte deswegen so eine Head-Tail-Variante immer in einer Datenstruktur abspeichern, also immer Head und Tail gemeinsam verarbeiten. Und ich finde diese Variante ideal. Ich nutze das häufig in Funktionen. Wenn ich eine neue Liste generieren muss, wenn die Funktion eine Liste zurückgeben soll, dann merke ich mir natürlich den Head zum Zurückgeben und arbeite intern lediglich mit dem Tail, wo ich ganz einfach hinten an der Liste etwas anfügen kann. Ja, und natürlich bekannte Variante, die doppelt verkettete Liste. Ja, was sind die Vorteile? Die Vorteile der verketteten Liste, also sowohl der einfach als auch der doppelt verketteten Liste, sind natürlich, die maximale Größe ist nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt. Sie ist sehr einfach zu sortieren, ideal beim Konvertieren von einer Liste in eine zweite Liste oder direkt beim Einfügen kann ich natürlich sehr schön die Liste sortieren. Ich muss nicht wie bei einem Array komplett den Speicher tauschen. Ich muss nur die Referenzen auf die einzelnen Elemente tauschen. Nachteil ist natürlich im Vergleich zum Array der Zugriff aufs 999. Element. Der muss erst 998 Elemente durchlaufen, während wir beim Array natürlich direkt auf das 999. Element zugreifen können. Wir brauchen Funktionen zur Verwaltung. C unterstützt nicht Listen. Das heißt, wir haben keine Funktionen innerhalb von C, die Listen automatisch unterstützen, mit denen wir direkt Listen verarbeiten können. Es gibt auch leider keine Implementierung in der Standardbibliothek für generische Listen. Das heißt, das ist etwas, was man sich als Benutzer selber anlegen muss. Und die Anwendung dieser Datenstruktur ist natürlich häufig der globale Speicher für die Anwendungsdaten, wobei für globalen Speicher in der Regel die doppelt verkettete Liste zum Einsatz kommt, weil in dieser Variante natürlich sehr einfach einzelne Elemente gelöscht werden können, man sich vorwärts und rückwärts in der Liste bewegen kann. Ja, und ganz häufig findet man die Liste natürlich für temporären Speicher, um mal einen Stack zu implementieren, um eine Queue zu implementieren, um mehrere Daten ungewisser Größe aus einer Funktion als Rückgabewert zurückgeben. Da bietet sich natürlich immer eine verkettete Liste an. Ja, die weiteren dynamischen Datenstrukturen, das ist einmal schon angesprochen, die doppelt verkettete Liste. Sie schaut im Prinzip genauso aus wie die einfach verkettete Liste, außer dass sie noch einen Vorgänger zu dem Nachfolger hinzufügt. Wir haben jetzt hier ein Beispiel Struct Doublelist mit einem Pre-Vorgänger und Next-Nachfolgerzeiger. Und interessanterweise, was schauen wir uns in der nächsten Vorlesung an, der Binärbaum. Der Binärbaum schaut syntaktisch von der Struktur genauso aus wie die doppelt verkettete Liste, mit allerdings dem Unterschied, dass wir nicht Vorgänger-Nachfolger, sondern pro Element zwei Nachfolger anlegen. Und selbstverständlich gibt es den Binärbaum auch noch doppelt verkettet. Da hätten Sie quasi noch ein Elternelement. Da kann ein Knoten zwei Kinder haben und die Kinder haben noch die Information, wer ist der Elternknoten. Aber dazu mehr in der nächsten Vorlesung. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal.